Yo Leute, was geht? Willkommen auf meinem Channel und heute habe ich ein neues Video für euch. Man hätte es... Opala, jetzt rutscht die schon, Alter. Man hätte es wohl kaum gedacht, aber tatsächlich mache ich mal wieder ein Video. Ja, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Aber da sind wir auch schon beim ersten Tagespunkt, nämlich mein neues Auto. Beziehungsweise mein erstes Auto. Das Video dazu ist jetzt schon seit 5 Monaten fällig. Ja, doch, 5 Monate kommen sehr gut hin. Was ist passiert? Wie kam es dazu? Das ist eine verdammt gute und verdammt berechtigte Frage. Letzten Endes, bin ich ganz ehrlich, hatte ich einfach keine Lust auf Videos drehen. Und das halt eben, weil mein Fokus auf anderen Sachen lag. Fragt sich der ein oder andere, was hat der Typ denn jetzt die ganzen Monate getrieben? Natürlich war ich jetzt nicht 2 Monate lang im Winterschlaf und habe gar nichts gemacht, sondern ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht und habe überlegt, wie geht's weiter? Ja, du Spaß, du kannst doch nicht mal 2 Sekunden warten, ey. Habe mir überlegt, wie geht's weiter mit YouTube? Mache ich YouTube noch weiter? Werde ich überhaupt ein Video machen, in dem ich auf das Ganze eingehe? Werde ich überhaupt weitermachen? Bla bla bla. So, ich hoffe, das hält jetzt hier immer so einigermaßen. Also, was habe ich die ganze Zeit jetzt getrieben? In letzter Zeit lag halt mein Fokus in erster Linie auf das Thema Geld sparen, Geld verdienen. Was mache ich? Wie mache ich es? Wie mache ich in der Zukunft? Was mache ich weiter? Was höre ich auf? Wo lege ich meine Prioritäten? Das war echt viel, viel Zeug, über was ich mir Gedanken gemacht habe. Letztendlich musste ich halt auch überlegen, lohnt sich das für mich? Habe ich weiterhin Spaß an meinem Hobby? Denn so ist es gedacht, es soll kein Zwang sein, sondern es soll ein Hobby sein. Und ich habe schon noch Spaß an der Sache und ich hatte auch in letzter Zeit ab und zu mal wieder Lust, Videos zu drehen. Jetzt fragt der ein oder andere, ja warum? Warum hast du es nicht einfach gemacht? Erstens, weil ein Video nicht nur immer Video schneiden und Punkt ist, sondern Video machen erfordert viel, viel mehr. Es erfordert die Idee, was mache ich, was interessiert die Leute. So, und dann kommt immer noch dieser Zeitaufwand und irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Und ja, mir ist es bewusst, dass die Kamera wahrscheinlich oder dass ich alles andere als im Fokus der Kamera bin, aber das ist mir gerade ein bisschen egal. So, jetzt ist es vielleicht besser. Es geht halt einfach darum, du sitzt stundenlang an so einem Video, ja, du steckst dein ganzes Herz da rein in dieses Video und gibst dir echt richtig Mühe. Und klar, zum einen, weil es dir Spaß macht, zum anderen willst du aber auch, dass das die Leute sehen, ja. Du willst ein Feedback auf deine Leistung haben, du willst wissen, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, was kann ich besser machen. So, und wenn du dann nach 5 Stunden Schnitt dein Video hochlädst und dich richtig auf die Reactions freust, ich würde mich im Übrigen auch sehr freuen, wenn dieses verdammte Stativ mal stehen bleiben würde. Digga, dein Fahrrad hat doch mehr als einen Gang, am Ende Ziggy. Ja, auf jeden Fall sitzt du dann halt stundenlang an deinem Video und am Ende hat es lasche 100, 200 Aufrufe und du fragst dich, bleh. Natürlich habe ich auch im Hinterkopf, dass ich früher für 100 oder 200 Aufrufe einen Schwanz gelutscht hätte. Aber es ist halt einfach, irgendwann willst du halt auch vorankommen und willst auch in deinem Hobby wachsen. Dann war halt das nächste Problem, dass ich... Boah, verfickte Scheiße! Ich darf einfach keine Kurven mehr fahren, verdammt nochmal. Ja, und dann kam es halt dazu, dass ich mir eine neue Kamera gekauft habe. Hatte auch dann wieder richtig Lust, mit der Kamera ein paar Sachen zu machen. Letztendlich war es dann aber halt so, ich habe einfach mein Ladekabel nicht mehr gefunden. Und ich habe das wochenlang gesucht und war dann jetzt kurz davor, mir ein neues Kabel zu bestellen. Wollte gerade noch zu meinem Bruder gehen und wollte ihn fragen, ob er das ganz, ganz zufällig gesehen hat. Und in dem Moment, in dem ich in mein Zimmer reinkomme, sehe ich es direkt auf seinem Schrank liegen. Als ich ihn dann gefragt habe, warum zur Hölle er das hat und vor allem, warum er es mir nicht gesagt hat, dass er das hat, meinte er nur, ja, das war meine Tasche und dann war das Thema halt auch für den durch, ne? Dann war das halt so. So, und jetzt zur Frage, was ich eben jetzt mache. Ich chill momentan ein bisschen, es ist hammergeiles Wetter, die Sonne scheint. Und auch ich habe mir jetzt mal eine kleine Auszeit vom Arbeiten genommen. Ist jetzt nicht so, dass ich mich machlos überarbeitet habe in letzter Zeit, sowohl haupt- als auch nebenberuflich. Aber ich habe dennoch ein bisschen was gemacht und in letzter Zeit ging es bei mir privat ein bisschen hoch und runter. Deswegen dachte ich, habe ich jetzt für mich entschieden, ja, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen chillen und leben gönnen halt. Aber warte mal, ich will mal gucken, ob das jetzt Fischobjektiv ist. Ja. So, wir waren jetzt easy einen Fernseher für Samim kaufen, Arbeitsamt regelt. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir essen. Ja.
Auf ganz entspannt, Pizza und Döner noch am Start. Sammy bringt gerade seinen neuen Fernseher hier rein. Und yo, das ist im Übrigen meine Karre. Entspannter Kofferraum auf jeden Fall. Noch ein Bier mit dabei, was ich seit, keine Ahnung, 5 Monaten oder so mit mir rumfahre. Opa, ja. Und das ist so der Süße. Leider nur mit 3 Radkappen. Gab es ein paar Zwischenfälle. Naja, ich sag mal, es ist kein Porsche, aber es ist ein Anfang. Als erstes Auto kann man das mal machen. Ich habe jetzt mittlerweile ein anderes Auto im Visier und hoffe halt einfach, dass ich das dann umsetzen kann, so wie ich es mir erträume und erhoffe. Das ist jetzt endlich eigentlich nur noch eine Sache der Absprechung mit meinen Eltern, woran es jetzt seit, lass mich lügen, 4 Monaten scheitert. Sonst hätte ich hier schon ein anderes Auto stehen. Aber dazu erzähle ich mal später mehr, wenn es wahrscheinlich ist, dass sich das auch wirklich ja, verwirklicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel ich heute noch drehen werde, was ich auf jeden Fall noch zeigen wollte. Leute, auf jeden Fall, was immer passiert, denkt dran, euer Auto zu sichern. No joke, ich glaube, diese Parkkralle fürs Lenkrad ist mehr wert als die gesamte Karre an sich. Hä, aber wie soll das hier reinpassen? Ach so, hier vielleicht. Leute, ihr wisst Bescheid, neuen Fernseher erstmal mit der Leo-Video gönnen. Full HD ist da. Es ist früher Morgen, wir haben beschlossen, jetzt noch aufentspannt bei Maggis zu frühstücken. Alex und Sammy müssen jetzt auf jeden Fall gleich an die Arbeit, deswegen haben wir gesagt, okay, gehen wir auf jeden Fall nochmal schön frühes was snacken bei Maggis. Und anschließend fahre ich die beiden an die Arbeit. Ja, das war mal wieder eine etwas andere, eher oldschool-mäßige Art. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall auch noch oben freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao. Haut rein.